Ich gebe es ja nicht gern zu, aber du hattest recht. Ich bin voll fertig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Schwarzwald-Podcast, dem Podcast zum Hören beim Auskurieren, Ärzte abtelefonieren und Schmerzmittel initiieren. Tschüss. Ja, Mann, und wie ihr schon gemerkt habt, in der heutigen Folge geht es ums Kranksein aus aktuellem Anlass, weil ich bin ein bisschen krank. Ein bisschen angeschlagen war. Ich bin krank und er ist sick. Ja, ich bin Hey, gesundheitlich wenn etwas du jetzt ein angeschlagen. bisschen hier diesen hier machst, du bist schon ein kranker Wichser. Herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast, den ich ab nun alleine übernehmen werde. Heute geht es ums Thema Kranksein. Wir haben heute einen Stargast dabei. Hi! Moin Leute! Was geht Kranker ab? Scheiß. Mann. Falls mir auch nicht so schlecht genug geht, ey. Hallo. Weißt, dass ich dir damit jetzt auf der Nase rumtanzen werde. Das musste raus. Okay. Das ist der Geht's Virus. jetzt besser? Brauchst ein Tempo. Männergrippe. Ich sterbe. Nein, so schlimm geht es nicht, aber es ist einfach. Ich fühle mich einfach ein bisschen schwach und. Nein, ich masturbiere später. Okay. Ich leg's dir mal da nah, gell? Schau mal, danke. Ja. Die hebe eh nicht, aber. I dropped my balls. So, nee. Hallo, scheiße, Schleichwerbung, scheiße. Downer Soft. Also Taschentücher als Sponsor wäre schon wild. Übel. Nein, so ein Förster als Sponsor. Ein Förster. Warum Förster? Wegen unserem Wald. Achso. Wegen unserem Busch. Nein, da kommt dann der Landschaftsgärtner. Oh. Da gibt es ja genügend in einer Familie. Nee, ja, wie gesagt, ein sehr aktuelles Thema Das uns momentan. alle sehr betrifft und uns Dich auch sehr bald, ja. berührt. Nee, also mir, also ihr müsst euch jetzt, ich keine, chillt. Oh. Müsst euch keine Sorgen machen um mich. Jetzt überleben. Jesus. Oh. Ja, wir sind halt ein bisschen drauf. Das ist wieder eine Late-Night-Aufnahme. Ja. Guck mal, was wir für euch tun. Ja, Jonas muss in 7 Stunden schon wieder aufstehen. Was für 7 Stunden in 6 Stunden und 10 Minuten. Es sind ja fast 7. Wird aufgerundet. Ich komme von der Spätschicht. Ich bin eigentlich krank. Und komme trotzdem hierher. Also, Crank, Alter. ihr könntet gern mal mehr liken und kommentieren, gell? Also, mh, Lass also. bisschen Liebe da, danke. Genau, für jeden Like geht es mir um 1 Minute besser. Wenn wir keine Likes bekommen, dann muss ich sterben. Wir sind schon passend dazu angezogen. Ja, Mann. Ist jetzt Das war Trauer. unintentional sogar, aber wir haben es einfach gefühlt. Das war mein letztes T-Shirt. Deshalb habe ich ein Brauchst du noch schwarzes T-Shirt. mehr? Ich hab noch welche. Ich glaube, ich habe auch wieder. Vor allem, wie weiß einfach mein Ausschnitt wird. Oh. Lass meinen Popschutz in Ruhe. Jetzt aber zurück zum Thema. Jonas, wann warst du denn das letzte Mal krank? Also richtig krank, Ich wollte so. gerade fragen, so richtig krank Ja, ist schon länger richtig. her. Warum? Weil ich ein krankes Immunsystem Wenn man schon alles hat, kann man nichts mehr kriegen. habe. Nee, was hattest du denn? Wie lange ist es denn ungefähr her und was hattest du denn damals?
Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so richtig krank war, war eine Woche lang ein Dünnpfiff. Zählt eine Pilzinfektion auch als krank? Keine Ahnung. Also ich hatte noch keine. Fußpilz. Wie fühlt sich Fußpilz an? Juckt es? Ich glaube, Also das ist mich einfach juckt es nur nicht. ein. Ist einfach nur so ein dauerhaftes Meine Nase Drücken. juckt. Ich muss die ganze Zeit niesen. Scheiße. Ich putze es garantiert jetzt mal den an. Ups, da hängt was im Popschutz. Eskimokus. Okay, eine Woche Diarrhoe. Ah, schlecht. Scheiße, Warum? richtig. Ich weiß es nicht, einfach so random. Stress. Safe Stress. Sowas ist immer stressbedingt. Oder einfach wirklich was richtig Beschissenes, gell, so. Nee, das war das letzte Mal, dass ich krank war. Das ist schon ganz schön lange her. Also ich weiß es nicht mehr richtig, dass ich krank war, wenn dann mal so 2, 3 Tage mal, ein, 2 Tage, was weiß ich. Aber nicht, nie wirklich. Wenn, dann habe ich ein bisschen krank gemacht. Wenn's. Jonas. Aber auch nicht oft. Wann war das Echt nicht letzte oft. Mal? Ist schon lang her. Ist echt Yeah. schon lang her. Und warum? Weißt du es noch? Hatte ich auf irgendwas keinen Bock, keine Ahnung. Schule wahrscheinlich. Ja, also, ja, vermutlich. Nee, aber irgendwas in der Schule hatte ich keinen Bock drauf, ich weiß es nicht mehr. Präsentation. Nee, weil sowas muss man nachholen und das ist dann Kacke. Haben wir auch mehr Zeit? Die ich dann eh nicht nutze. Schlussendlich mache ich es eh am Abend davor. True. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, und ich habe ja schon ein sehr langes Leben, ich habe einmal krank gemacht in der Schule. Bei der Arbeit noch nie. Ich glaube, in der Schule einmal. Ich beim Arbeiten auch nicht. Ich weiß aber nicht, warum ich damals. Ich glaube, ich hatte echt keinen Bock. Also wirklich keinen Bock auf den Tag. Verständlich. Ich glaube, es war nämlich. Ich glaube, es war ein Brückentag, an dem wir aber keinen Unterricht frei hatte. Nein, viele, glaube ich, wenn sich krank, also wenn krank macht. Mir hatte einmal Ding. Nur 2 Stunden Rallye, also statt 6 Stunden, die ersten 2 sind ausgefallen und die letzten 2 sind ausgefallen und hatten wir noch 2 Stunden Rallye. Und dann, Wichtigstes Fach. yay. Und dann sind wir so zu viert, zu fünft zu Hause geblieben. Die anderen waren da. Und dann wurde die 5. Stunde doch noch Vertreter. Und dann sind aber alle heimgegangen. Die sind halt, haben halt so gesagt, so komm, okay, wir gehen jetzt alle zusammen heim. Ja, und dann mussten die alle, keine Ahnung, irgendwie aus Stra wegen Strafe einen Test schreiben oder so. Und Bitter. wir waren halt für den Tag quasi. Wir hatten eine Entschuldigung, dass wir quasi krank waren und mussten sie dann nicht schreiben. Ja, also Wir haben auch so irgendwie. gemeint, so, wenn Schwänze dann schon richtig. Und dann so halblebig. Ist so. Ja, weißt du, für die eine Stunde hätte man noch da bleiben können, also bitte. Ja, tatsächlich. Nee, also sowas verstehe ich gar nicht. Aber gut, das wird im Arbeitsleben auch noch weniger. Also da gibt es genug Leute, die immer. Also man weiß schon so, die husten einmal, okay, sind 2 Wochen krank geschrieben. Es gibt halt auch einfach Ärzte, die richtig schnell krank schreiben. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich weiß von einem in Aberspach. Wie heißt der? Hat er noch Termine frei? Nein, keine Ahnung, ich habe das nur mitgekriegt. Da kann ich hingehen und kann ich halt ein bisschen simulieren und der weiß dann schon Bescheid, dass du nicht wirklich krank bist, aber der sagt dann so, okay, komm, ich schreib dich krank. Ja gut, wenn du krank geschrieben werden willst, ohne dass du was, damit sag einfach, dass du psychisch am Ende bist, dann müssen sie dich krank Stimmt, da schreiben. müssen sie dich eh krank schreiben, ja. Aber das wissen die wenigsten. Ich weiß es. Ich auch. Aber ich habe es jetzt, also das, Entschuldigung, das müsste. What a flip. Ich habe ja nicht wirklich drauf gehuscht, okay, chill mal. Nee, ich bin jetzt seit einem Jahr und bald 9 Monate bei meinem neuen Arbeitgeber. Schwanger? Ah, ach so. Ah.
Und ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht ausziehe. Ich habe immer das Bedürfnis. Und war bis jetzt Im Wald oder wie? eineinhalb Tage krank. Seit über eineinhalb Jahren. Krass. Ja. Ich war in fast 3 Wochen noch gar nicht krank. Ich war auch schon lange nicht mehr krank. Also ich gehe ja noch arbeiten, von dem her bin ich jetzt nicht krank, denn da, aber ich spüre es schon. Spürst Ich es. spüre die Schwäche. Spürst es. Ich merk's. Bist voll fertig. Ich bin fick und fertig, Okay. ey. Gut zu wissen. Nein, ich merk's echt und ich bin dann irgendwie verballert. Ja, das wollte ich jetzt gerade noch so fragen. So, wie fühlen Sie sich? So, Wo soll ich da Kopf. anfangen? Okay, Kopf. Wie geht's dem Kopf? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Nein, also meinem Kopf geht es im Grunde genommen eigentlich ganz gut, außer dass meine Nase halt zu ist, weil Hals Ja, tat ich wollte gestern so noch weh. Kopf, okay. Nase? Achso, die hängt halt auch am Kopf dran, Entschuldigung. Ich meine so, Achso, weißt du, Kopfweh. Nee, Kopfweh, Kopfweh dir. habe ich keins. Nase? Nase läuft. Rache? Tropft. Nee, besser als gestern. Also ich bin viel am Lutschen, dann das hilft. Okay. Auge? Träne. Ohre? Geht. Rücke, Knackst. Lunge, Raus. Nee, die funktioniert doch gut. was habe ich vergessen? Ich hatte gerade noch was im Kopf. Bauch, so Magen. Rund. Nee, mag ich nichts. Leer, ich hab Hunger. Oh, ich auch. Ich hab daheim noch in der Gefriere Chili Cheese Nuggets. Das Meckes. Nein, heute nicht mehr. Du hast keine Zeit, du musst arbeiten. Was war es jetzt denn noch? Ich hatte noch irgendwas. Manchen schwere Beine, aber Glieder. dem geht's gut. Oh, Mehrzahl. Denen geht's gut. Nee, also ich hab keine Gliederschmerzen. Meine Beine funktionieren Gelenke. super. Habe ich auch nichts. Okay. Was krieg Okay, ich für eine Google. Diagnose? Tod. Krebs. Diabetes. Ja, das wird sein. Schwanger. Auch. Mit Diabetes. Warum sollte ich mein Kind Diabetes nennen? Wieso nicht? Weil es so süß ist. Nein. Süß und fett. Bist du gerne krank, Jonas? Also, wie gesagt, dass ich so richtig krank war und mich gar nicht gut gefühlt habe, ist schon länger her. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Wärst du gern mal wieder krank? Warum? Muss ich nicht in die Schule. Pussy. Bist du jemand, der so, oh, mir geht's heute nicht gut, ich bleib daheim, oder eher so anders? Wenn es mir nicht so gut geht, so halb, dann gehe ich halt schon raus, so. Das ist eigentlich eher, wenn ich keinen Bock habe, dass ich dann sage, mir geht's nicht so gut. Und meistens ist es dann so, dass meine Mutter dann sagt, so, probier's mal. Ja, das ist sehr schlecht, weil meine Eltern machen das auch und jetzt sitze ich ja, wie ich arbeite, gehe. Weil ich immer nach der Meinung, also meine Hände auch gesagt, ja, probier's mal. Und wenn es halt nicht geht, dann kommst du halt, fährst halt mit dem Zug heim, weil ich nicht mal abgeholt oder so. Nee, ich muss mit dem Zug wieder heimfahren. Du Opfer. Ich wurde in meiner ganzen 11 Jahre Schulzeit, wurde ich, glaube ich, einmal von der Schule abgeholt. Ich auch, und zwar, weil ich unser NWT-Projekt mit heimbringen musste. Nee, ich hatte halt Angina und konnte nicht mehr wirklich laufen. Was ist das? Bronchio oder Lunge, Ding. Sehr Perfekt. eklig. Sehr, sehr eklig. Ja. Musste ich richtig dicke Pille schlucken. Und die war eklig. Und ich weiß, wie du Tablette schlucken kannst. Ich habe vorhin mein Kaugummi geschluckt, ohne dass du es gemerkt hast, während dem Doch, ich Aufnehmen. hab's gemerkt. Woran? Du weißt einfach, wie ich schlucke. Nein, ich habe das so mitgekriegt und dann habe ich es aber gleich ignoriert, weil sonst hätte ich mich ja noch so voll lang dran aufgehängt und so. Ruhig aufhängen. Am Kaugummi so.
Bungee Jumping. Was machst du, wenn du merkst, dass du dich gut fühlst, dass dein Körper langsam ein Virus einfängt, dass du merkst, also man merkt ja eigentlich immer, wenn man krank wird. Man fängt so an, dass man zu weniger Kraft hat, weniger Elan. Bei mir ist das Spiel halt dann so voll trostlos, so langweilig. So höre ich mich dann auch an. Und ich lache sehr, sehr schrecklich. Weil wenn ich dann wirklich lache, weil ich kann nicht richtig lachen, weil Ja, du mein kannst Hals ja weh tut. ja. Und wenn ich dann richtig lache, ist das ha. Das ist wirklich, also ich habe vorher lachen müssen, oder das ist jetzt schön. Das habe ich gehört. Nee, nee, nicht hier. Ja, hier schon, aber auch so, also in die Richtung gelacht. Ja, vielleicht ein bisschen, aber vorher war es schlimmer. Also, was machst du dann so, wenn du merkst, so, okay, ich werde langsam krank. Unsere Zuhörer wollen es wissen. Ich glaube, ich verändere gar nicht so viel, weil, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, krank zu werden. Und meistens werde ich dann doch nicht krank, wenn ich denke, ich werde krank. Dann gehe ich genauso noch aus wie davor auch. Gibt's Symptome, woran du merkst, dass du krank wirst? Dünn für sich was. Dann bist du ja schon krank. Was machst du vor? Das wüsste ich. Oh, okay. Dümpfe von vorne? Oh, okay. Ja, so Rache halt. Halsweh, Rache, Dings, so. Ja. Also wenn du Halsweh kriegst, Ja. okay. Kopfweh ist nicht, weil Kopfweh habe ich schon immer wieder mal. Jetzt gerade zum Beispiel. Weil ich habe zu wenig getrunken heute. Weil ich zu wenig getrunken habe heute Ein so Like gleich rum. einmal Kopfweh, oh, für Jonas. Oh, Kopfaua, oh. Kopfaua, oh. Okay. Und. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Scheiße. Kopfweh. Hey, Ja. Rache hast du gesagt. Ja, so Halsweh, wenn das ist dann. Oder ich bin. Das kommt immer drauf an. Wenn ich weiß, dass ich viel getrunken habe und trotzdem Kopfweh habe, dann weiß ich, okay, ich werde krank. Und wenn ich weiß, dass ich, keine Ahnung, nicht viel rumgeschrien habe am Tag über und trotzdem Rache zu ist und wenn ich weiß, dass die letzten Tage kalt war, dann weiß ich, dass ich krank werde. Aber meistens ändere ich nichts dran und bis das überhaupt irgendwie richtig Erkältung wird oder was weiß ich, bin ich schon wieder gesund. Gibt dem Virus keine Chance. Meine Maske heißt Immunsystem. Nee, also ich glaube, die Maske macht da echt viel. Gerade im Winter habe ich das gemerkt. Sonst war ich da immer wieder mal so ein bisschen am Kränkeln, aber wenn man halt nicht fort ist und wenn man fort ist, immer Maske auf hat, dann kriegt man ja nichts. Die schützt ja nicht nur vor Coronavirus, sondern vor Grippe und alle möglichen anderen auch. Ich habe auch immer viel Maske auf. Aber guck, ich, ja gut, daheim halt nicht. Weil ich weiß ganz genau, von wem ich es hab. Ja, Vanessa, wenn du das anguckst. Du bist gemeint. Jetzt bin ich voll fertig. Holt euch keine Mitbewohnerin ins Haus. Die macht euch nur krank. Die bringt bloß Viren ins Haus. Echt so. Sagt man das nicht? Sagt man das nicht bei Haustiere, so Katze oder so, dass sie bloß Krankheiten mitbringen? Oh, keine Ahnung. Ich Oder habe keine Hunde Katze. Sie hat eine Pussy. hier? Oh shit. Das dürfen wir hier auf YouTube nicht sagen. Wir haben es ja von Katzen. Stimmt. Dann dürfen wir es sagen. Echt so. Oh, nee, also. Ja, woran merkst du es? So wie du jetzt bist, oder? Also die Frage, mit der habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Muss ich mich ja schon mal vorbereiten. Alter, wie groß meine Hand im Vergleich zu meinem Kopf aussieht. Wenn der Handgröße ist, dass der Kopf was Ne, drin. ja, also ich merk's, also es sind unterschiedliche Symptome, je nachdem was ist, wenn ich einfach Scheiße. ich einfach merk, also wenn mein Körper einfach rund guck mal, Bam. mein Fuß, wenn ich merk, mein Körper fährt runter, dass mir einfach nur schlecht geht. Jetzt ist da Corona dran. Ich hab's nicht mal getroffen, aber okay. Trotzdem, hallo 1,5. Ja, woran merkst Wenn du es mir es? einfach nur schlecht geht, dann merke ich das daran, dass ich kalte Hände habe. Weil ich habe nie kalte Hände. Ich auch nicht.
Und sonst merke ich es nie. Dann ist wirklich von einem Tag auf der andere, ich wach auf und denke mir so, fuck. Ja, wirklich, ich wach auf und bei der Stelle ist es so. Das ist mein Gedanke, erster Gedanke jeden Tag. Nee, ich habe eigentlich immer Lust zum Au nein, nicht zum Aufstehen, aber ich bin eigentlich immer motiviert, aber wenn, das merke ich dann. Und wenn ich dann noch aufstehe und merke, dass mir meine Beine wehtun, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Läuft nicht so bei mir. Nee, daran merke ich das. Also das ist immer. Hast du eine schlimme Krankheitsgeschichte? Also so eine Geschichte, wo du krank warst. Habe ich vorhin schon angesprochen. Eine Woche Durchfall. Ja. Das ist nichts Schlimmes. Das war aber so das Schlimmste. Ah, ich hatte früher. Was hatte ich früher so alles? Alles hatte ich. Nee, ich hatte mal Windpocke, hatte ich mal eine Zeit lang. Jetzt hast Und du nicht mehr. jetzt habe ich sie nicht mehr. Was hatte ich noch? Ding, Borreliose hatte ich. Gottes Wille. Ja, aber da durfte ich immer so geile Antibiotika trinken. Es hat voll lecker geschmeckt. Du hast dein Leben vor deinem geistigen Auge schon vorbeiziehen sehen. Ja, Asipositas hatte ich. Asipoli das. Ja, nee, Ja, Asipositas. Asipoli das, das kenne ich ja. Okay. Okay. Und sonst überlege ich gerade, ob ich noch irgendwie was hatte. Also ich hatte extrem viele Zeckenbisse, aber da ist nie was. Also Außer die außer, Borreliose. außer halt eben einmal Borreliose war ich, keine Ahnung, 5 oder so. Da hatte ich so geschwollene Lymphknoten und alles. Und da haben wir rechtzeitig dann was dagegen gemacht. Okay, das hatte Und ich jetzt noch sonst. nie. Sonst hatte ich glaube nichts. Generell bin ich alles geimpft. Hui. Nee, also Und du so? Zeckebisse war bei mir so nie ein Problem. Also ich habe nie viel. Ich immer übel viel. Und ich habe da noch nie was davon gehabt. Bin aber auch viel draußen. War das jetzt ein Diss oder Also nein. Also ich bin ja was? Und du viel faule Sau, draußen. bleibst Volle nicht hier. Sau. Wie soll ich eine Zecke drinne beißen? Nee, weißt du, wenn ich eine Woche mit der Ranger-Lag Ja. bin, dann ist das schon nochmal was anderes. Ja. Also So was machst du halt meine nicht, ne? schlimmste Krankheitsgeschichte habe ich im Ärztevideo, glaube ich, schon erzählt, als ich mit Magen-Darm-Grippe 2,5 Stunden im Wartezimmer beim Arzt sitzen musste. Ja Mit gut, Magen-Darm hatte Magen-Darm. ich auch oft. Magen-Darm, 2,5 Stunden sitzen. Und dann wurden wir einfach heimgeschickt, weil der Arzt doch keine Zeit hatte. Und es hieß, wir sollen in 2 Stunden nochmal kommen. Und dann kamen wir in 2 Stunden und mussten nochmal 1 Stunde warten, bis wir dran gekommen sind. Für, dass er mich anguckt. Ja, Magen-Darm. Deutsches Ärztesystem, be Ja, like. Mann. Das war meine schlimmste Erfahrung beim Arzt. Das würde ich nicht. Oh, das hat sich ja so eklig angefühlt. Ja, doch, Magen-Darm hatte ich schon lange nicht mehr, aber hatte ich früher auch immer Bild. wieder. Nee, ich glaube, es ist kein Magen-Darm. Oh, also Oh. hier müssen wir die Folge jetzt kurz ohne mich weitermachen. Sitzheizung. Mama, Eimer. Es wird so warm da unten. Ja, Mann. Ja, ich habe dir Sitzheizung für den Schreibtischstuhl Schau mal, rein nett. gemacht. Mit dem Airbag. Nachher, Ende der Folge, welchen Luftgeschosse. So ein Schleudersitz. Da erschreckt sich der Virus so arg, dass er einfach abhaut. Ach, Ich weiß nicht mal, ob es ein Virus ist. ich wünsche dir ein Virus. Vor allem, mir geht es halt kacke. Seit dem ersten Tag, wo meine 2 Wochen nach der zweiten Impfung rum sind, also dachte ich, es mir eigentlich gut gehen sollte, geht es mir einfach kacke. Oh, deine zweite Impfung ist durch. Ja, liegt bestimmt daran. Ich habe gerade Dingschmerzen im Ellenbogen. Immer wieder so Stoßzeichen. Liegt bestimmt an der Impfung. Nicht, dass du ihn dir über anschlägst oder so. Nein, das. Nein, ist echt nicht, dass ich mir anschlage. Aber das Du fühlt sich so arbeitest an. halt. Du Ja. bist halt einfach die Arbeit und gewöhnt. Da bewegst du einfach deine Arme viel. Vielleicht. Heute bin ich seit einem. Also heute, 27. bin ich seit einem Monat voll geimpft. Danke. Ja, also Voll wir das der andere Thema. Schwarzwald-Podcast sind beide geimpft. Könnt ihr euch ein Beispiel nehmen, ihr Schweine. Jetzt müssen noch die Clubs aufmachen. Ja, aber bis dahin würde ich sagen, wir müssen beide ins Bett, aus unterschiedlichen Gründen.
Die nehme ich mit. So. Nee, aber ich gleich was wieder kaufe. Ich habe gar nicht mehr so viel. Wenn beide zu Hause krank sind, dann gehen wir ganz schön durch Taschentücher durch. So. Ratsch. Hallo. Ich brauche eine neue Packung. Alter. Guck mal, ich bin ein Popel. Hä? Und ein Taschentuch hat auch noch im Gesicht. Oh, ich bin geist. Guck mal, ich bin behindert. Oh, ich bück mich darauf. Das Netz nicht auf. So. Damit sind wir zum Schluss gekommen. Ich sehe erst mit meinem Busi hier rausgucke. Auf der Seite. Also Leute. Schreibt in die Kommentare, ja, was war eure schlimmste Krankheitsgeschichte? Ihr wollt es wissen. Ist spät. Ja. Erzähl mal doch, was du gerade sagst. Schreibt in die Kommentare, was war eure schlimmste Krankheitsgeschichte. Lasst ein Like da. Wir würden uns sehr freuen. Ja. Wir wissen, was wir alles für euch tun. Wir tun wirklich alles. Wirklich.